Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Best of the Blessed Box von Powerwolf. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Best of the Blessed von Powerwolf, das Ganze am 3. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist eine Compilation, ein Best of der Band. Seit mittlerweile mehr als 15 Jahren gibt es die Band und zu diesem Ereignis, zu diesem Bandjubiläum gab es die Veröffentlichung Best of the Blessed, die unter anderem in dieser Vinylbox hier erschienen ist. Als erstes werden wir mal die Folie erledigen, damit wir uns die Box im Detail ansehen können. Einmal hier schön aufschneiden und die Folie abmachen. So. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier vorne Dimensionen eine quadratische Box, so eine klassische Vinylbox, etwas höher. Und auf der Oberseite haben wir hier wie so ein Wappen. Also wenn man das noch von früher kennt, so Adels- oder Herrscherfamilien, die hatten ja auch immer solche Wappen. Und hier ist in diesem Fall das Wappen von Powerwolf. Wir haben in der Mitte das klassische Logo, das P und das W gekreuzt. Dann haben wir hier links und rechts die beiden Wölfe, die mehr oder weniger Werwölfe, ganz klassisch für die Band. Darunter dann der Titel Best of the Blessed und Limited Vinyl Box Edition. Meines Wissens ist diese Box auf 1000 Stück limitiert. An der Seite lesen wir auch Powerwolf Best of the Blessed zweimal, also sowohl links als auch rechts. Hier auch nochmal, ich schätze, es zieht sich jetzt komplett hier durch von der Optik, genau, also alle Seiten hier in diesem Stil. Und auf der Unterseite der Box haben wir die Inhalte, und zwar haben wir hier einmal Best of the Blessed limitierte oder Limited Vinyl Box Edition stehen. Dann haben wir hier A, B, C und D Seite, also wir haben hier eine Doppelvinyl mit dem Best of. Es sind insgesamt hier bei diesem Best of 16 Tracks, 4 auf jeder Seite. Und darüber hinaus haben wir noch The Life Sacrament, also nochmal eine Doppelvinyl der Live-Tracks. Und die Live sind auch nochmal, ich glaube, 14 Stück gesamt, beziehungsweise 4, dann sind das hier nochmal 5, sind 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 sind es hier scheinbar, wenn ich richtig zähle. 18 hier auf A, B, C und D-Seite verteilt. Gut, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, dann sehen wir es eh. Hier auch wieder die Wölfe riesengroß abgebildet, darunter die Beteiligten und unten rechts gibt es noch einen Barcode und das Label-Logo. Ja, das Ganze natürlich, nachdem Powerwolf bei Napalm Records unter Vertrag steht, auch dort erschienen. Von innen in schwarz und hier kommen als erstes schon die Album-Vinyl entgegen. Das ist das Album Best of the Blessed, beziehungsweise das Album, das Best of die Compilation. Ebenso wie die zweite Vinyl, die kommen hier beide gleich, The Life Sacrament. Also zwei Doppelvinyls hier in dieser Box drinnen. Ansonsten gibt es hier nichts, auch die Unterseite hier in schwarz gehalten. Packen wir an dieser Stelle wieder zusammen die Box und machen die mal zur Seite. So, dann würde ich sagen, holen wir mal beide Vinyls aus der Folie. Und das machen wir auch gleich. So, nachdem das ja hier ein Gatefold ist, kann man hier mittig schön reinschneiden. Einmal schauen wir uns gleich an. So, das ist der quasi Bonusinhalt. Das sind die Live-Tracks. Und wie gesagt, das hier, das eigentliche Herzstück, das eigentliche Best of the Blessed. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir noch einen Sticker und so lesen wir hier Exclusive and Strictly Limited Napalm Records Mail Order Edition Gold. Ja, das Ganze gab es natürlich direkt bei Napalm Records zu bestellen oder auch über EMP, die haben das Ganze auch vertrieben. So, schauen wir mal, dass wir auch hier einschneiden. Hoppala. Und das ist es dann. Also, das ist
das Best of the Blessed. Wie man es von Powerwolf gewohnt ist, hier ein sehr heftiges Cover. Wir haben hier die ganze Armee von Werwölfen, die wir hier sehen. Also auch im Hintergrund eine Schar von Werwölfen zu sehen. Und dann haben wir hier auch noch richtige Wölfe an der Kette, die, ja, ich glaube, nicht so zum Spielen aufgelegt sind. Die haben auf jeden Fall irgendwie Lust, etwas zu zerfleischen. Und diese Werwölfe hier repräsentieren die 5 Bandmitglieder, auch wenn ein Wolf hier etwas kleiner abgebildet ist. Best of the Blessed, Powerwolf, lesen wir hier. Auf der Seite das Ganze hier in der Mitte auch nochmal weiß beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir auch wieder die gesamte Armada, die hier scheinbar gerade in Reihe und Glied steht und kurz davor ist loszuschlagen. Und dann haben wir hier wieder die Tracklist, also A, B, C und D Seite mit jeweils 4 Tracks. Wie gesagt, 16 gesamt. Unten rechts gibt es auch wieder Label und Barcode, also das Ganze, die Vinyl Edition gibt es natürlich auch regulär zu kaufen, ohne die Box. Und obwohl das hier ein Gatefold ist zum Aufklappen mit diesen 2 Taschen, hat man sich hier, wie so oft, entschieden, das am Anfang mal in der Mitte einzulegen. Bedeutet, die beiden Taschen hier sind noch leer, die beiden Stecktaschen. Und die Vinyls wurden hier in die Mitte gelegt. Ich werde sie dann natürlich jeweils in die Taschen reingeben. So, was haben wir hier? Zur linken Seite gibt es einmal die Credits zu diesem Best-of. Und dann haben wir hier die Bandmitglieder, alle 5 hier versammelt. So sehen die aus, die Herren. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen. Wie gesagt, unten links die Credits. Und dann schauen wir uns mal die Vinyls an. Die kommen hier in schwarzen Papierhüllen. Das ist die 2. und das ist die 1. Also, so sieht das aus. Eine schwarze Vinylhülle und das ist dann die Vinyl. Die ist nicht in schwarz, sondern die kommt tatsächlich in Gold. Hier in der Mitte wieder die Werwölfe zu sehen. Seite A. Auf der Rückseite natürlich Seite B. Wie gesagt, 4 auf der A, 4 auf der B-Seite. Und diese schwarzen Höhlen sind auch noch hier in der Mitte innen drin mit Plastik beschichtet. Also mit so einer Folie, dass die hier noch etwas besser aufgehoben sind. Und die 2. Vinyl, die kommt natürlich auch wieder in einer schwarzen Hülle, in dieser hier. Und auch die ist natürlich in Gold eingefärbt. Also die C-Seite und dann die D-Seite. Jawohl. So, auch die packen wir wieder in die folierte Papierhülle. Und das war's mit dem Hauptteil, also mit dem Best-of, mit dem Best-of The Blessed Compilation Album. Und als nächstes, packen wir es mal kurz zur Seite, und als nächstes haben wir noch The Life Sacrament. So, das sieht so aus. Wir haben hier den Sänger der Band abgebildet vor diesem leuchtenden Kreuz. Darunter The Life Sacrament, Powerwolf zu lesen. Machen wir mal kurz die Vinyls raus. So. Dann auf der Seite sieht das hier wieder so aus. Also Albumtitel und unten rechts Katalognummer. Und von hinten haben wir natürlich dann die Tracklist. So, ja, ich habe vorher dann doch richtig lesen können oder zählen können. Es sind tatsächlich 18 Tracks, nicht wie ursprünglich angenommen 14. Es sind 18 Tracks. Und, ja genau, hier haben wir es nämlich, die letzten 4 sind noch Bonus. The Bonus Life Sacrament. Also regulär sind es dann 14 Tracks, 4, 9 plus 5, also 14 Tracks. Und hier dann zusätzlich noch die weiteren Tracks. Jawohl, dann haben wir hier, so sieht das aus, also die Messe, wie sie hier zelebriert wird. Mit sehr vielen Zuschauern hier bei diesem Konzert. Sehr düster und ja, entweder Feuerzeuge oder Handys hier am Start. Unten rechts wieder Barcode, Beteiligte, Strictly Limited Edition. Gut, von innen sieht das Ganze so aus. Das war es, der Live-Auftritt hier. Jede Menge Feuer. Und auf der rechten Seite haben wir natürlich auch wieder die Credits, die Beteiligten und dann noch die Tourdaten zur Tour 2018 bis 2020. Die war wirklich weltweit
und ist seit 21. März auch beendet. Gut, dann schauen wir uns mal die Vinyls an. Und zwar haben wir auch hier wieder schwarze Hüllen mit dieser Beschichtung innen. Das ist Nummer 1. Genau, hier geht's auf. Das ist dann die Vinyl. Das ist die A-Seite. Und das ist die B-Seite. Also in der Mitte hier beide gleich gestaltet. Und natürlich auch die Vinyls an sich in diesem Fall wieder in Gold eingefärbt. Und wir haben auch noch die zweite Vinyl. Die kommt auch wieder in dieser bekannten Hülle. Und auch die natürlich wieder in Gold. Jawohl. So sieht das aus. Wir packen auch die beiden wieder zurück. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigten Vinyls, diese Doppelvinyl zu The Life Sacrament. Die kommen hier in dem Gatefold. Dann haben wir die eigentliche Compilation, das Best of hier, Best of the Blessed. Auch hier haben wir eine Doppelvinyl und die kommt ebenfalls hier in diesem Gatefold. Jawohl, das alles umfasst dann mit den 16 plus 18 Tracks 34 Stück. Und das alles gibt es in dieser wunderbaren Box Best of the Blessed, die Limited Vinyl Box Edition von Powerwolf. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Powerwolf unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.